Bei der Fußball-Europameisterschaft hat es einen dramatischen Zwischenfall gegeben. Der dänische Spieler Eriksen brach während des Spiels gegen Finnland auf dem Platz zusammen. Mediziner leiteten umgehend lebensrettende Maßnahmen ein. Die Partie in Kopenhagen wurde daraufhin unterbrochen. Wie der dänische Fußballverband mitteilte, ist Eriksen mittlerweile wieder bei Bewusstsein. Zum aktuellen Stand jetzt live vom ARD-Sportcampus in Köln. Alexander Bommes. Ja, tatsächlich ist der schlimmste Fall, den alle Fans und Zuschauer europaweit befürchtet hatten, nicht eingetreten. Die beruhigenden Nachrichten kamen vor einer knappen halben Stunde erst vom europäischen und dann vom dänischen Fußballverband. Christian Eriksen, der dänische Nationalspieler, sei wach, sein Zustand stabil. Er werde im Krankenhaus behandelt. Vorher waren es wirklich furchtbare Bilder im Stadion von Kopenhagen. Eriksen war ohne gegnerische Einwirkung ins Taumeln geraten und zusammengebrochen. Es wurden dann sofort unter einer Art Sichtschutzkette seiner eigenen Mitspieler lebensrettende Maßnahmen eingeleitet. Eriksen wurde dann nach langer Unterbrechung vom Platz getragen und das Spiel unterbrochen. Die Fans im Stadion sind jetzt gerade über den Zustand allerdings informiert worden. Und auch die Spieler sind zurück auf dem Platz. Sie machen sich warm, denn die Partie wird gleich um 20:30 Uhr fortgesetzt. Zurück zu Susanne Daubner.